New Line Cinema, a Time Warner company, runs great on Pentium 4 Intel Inside. THX trademark, certified game. Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. Der Herr der Ringe, Trademark. Die Schlacht um Mittelerde, Trademark. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play meinerseits. Und zwar, wie man schon unschwer erkennen konnte, handelt es sich hierbei um die Schlacht um Mittelerde. Es ist ein Echtzeit-Strategie-Fantasy-Spiel. So in etwa kann man es, glaube ich, beschreiben. Und wie der ganze Gameplay-Ablauf und so abläuft, das werden wir gleich noch herausfinden. Ich will noch ein bisschen was zu dem Spiel sagen, und zwar habe ich es mir früher mit meinem Bruder zusammen gekauft, das weiß ich gerade gar nicht, oder alleine. Auf jeden Fall mag ich den Aspekt von Echtzeitstrategiespielen, wie man ihn auch zum Beispiel von Age of Empires kennt. Oder anderen diversen Echtzeit-Strategiespielen. Und ein definitiv großer, wie sagt man dazu, eigentlich unbedingt ein Vorteil, aber ein großer Pluspunkt ist meiner Meinung nach hier Herr der Ringe. Hallo, wer es nicht kennt, sofort dieses Video pausieren und alle drei Teile hintereinander anschauen. Zusätzlich die Bücher lesen und den kleinen Hobbit lesen und das Silmarillion lesen. Das ist einfach Pflicht. Und bevor wir in den Einzelspieler gehen, Multiplayer machen wir nicht, schauen wir uns erstmal die Optionen an. Und zwar will ich ein bisschen die Sprecher. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Nach vorne, also lauter machen.
den Hintergrund ein bisschen leiser. Und vom Rest her müsst ihr mir halt in den Kommentaren sagen, ob das so in Ordnung ist. Nach der Aufnahme kann ich es nämlich nicht mehr so gut abmischen. Na, das liegt dann an euch. Das übernehmen wir dann mal so. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal quasi das Tutorial an. Und zwar die Kampfschule. Ich habe das natürlich schon einige Male durchgespielt und so. Aber im Zuge des Let's Plays machen wir es einfach. Und nun erfahren wir etwas über die Weltkarte. Willkommen im Tutorial von die Schlacht um Mittelerde. Ich werde euch nun berichten, wie ihr gegen eure Feinde zu Felde zieht. In die Schlacht um Mittelerde müsst ihr die Truppen des Gegners niederwerfen, ihr Land erobern und ihre Festungen zerstören. Als Befehlshaber der Armeen des Guten und des Bösen erobert ihr die Länder eurer Gegner und besiegelt das Schicksal des einen Rings. Das Spiel ist in zwei Abschnitte unterteilt: die lebende Welt und den Kampfmodus. Auf der Karte seht ihr alle Länder Mittelerdes. Ihr müsst sie benutzen, um wichtige strategische Entscheidungen zu treffen. Mit einem Linksklick könnt ihr den Kartenausschnitt vergrößern. Habt ihr die Karte vergrößert, könnt ihr entscheiden, welches Gebiet ihr unterwerfen wollt, um Boni für eure Armee zu erhalten. Wollt ihr den Kartenausschnitt verschieben, bewegt einfach den Cursor an den gewünschten Bildschirmrand. Wollt ihr ein Land angreifen? Linksklickt auf eine aktive Armee und entsendet diese anschließend mit einem Rechtsklick in das gewünschte Gebiet. Greift ihr das Land eines Gegners an, müsst ihr die nun folgende Schlacht schlagen, bevor ihr fortfahren könnt. Laufende Schlachten erkennt ihr an blauen Pfeilen, die auf eine goldene Schlachtenmarkierung zeigen. Klickt auf die Markierung, um den Kampfmodus zu aktivieren. Und nun Moves und Angriffe. Viel Spaß! Der wichtigste Teil des Spiels ist der Kampfmodus. Im Kampfmodus müsst ihr Festungen oder Lager errichten, Rohstoffe sammeln und Armeen ausheben, um eure Gegner zu zerschmettern. Eure Armee besteht aus Fußsoldaten, Kreaturen, Helden und Strukturen. Bewegt den Cursor an den Rand der Karte, um in die entsprechende Richtung zu gehen. Klickt auf einen Soldaten, um ihn auszuwählen. Soldaten bewegen sich in Bataillonen. Wählt ihr einen Soldaten aus, zieht sein ganzes Bataillon in die Schlacht. Rechtsklickt auf einen freien Bereich der Karte, um euer Bataillon dorthin zu verlegen. Klickt auf einen freien Bereich der Karte, um die Auswahl eurer Einheiten aufzuheben. So verhindert ihr, dass ihr euren Truppen ungewollt Befehle erteilt. Bewegt ihr den Cursor über einen Gegner, nachdem ihr eure Einheiten ausgewählt habt, erscheint der Angriffscursor. Wollt ihr angreifen, wählt eine Einheit aus und rechtsklickt auf einen Gegner. Gib ihm! Wollt ihr ein Gebäude angreifen, wählt eine Einheit aus und rechtsklickt auf das Gebäude. Der Angriff auf Mauern und Tore funktioniert ähnlich. Allerdings könnt ihr Mauern nur mit Katapulten und anderen Belagerungsmaschinen attackieren. Ist natürlich für mich auch nicht ganz unpraktisch, das Tutorial nochmal anzusehen. Ich habe es natürlich schon einige Mal durchgespielt, wie ich schon gesagt habe, aber das ist natürlich auch schon ein paar Tage bzw. Monate bis Jahre her. Abgesehen von ein paar diversen Testaufnahmen vor ein paar Tagen und heute, also gestern quasi. Aber das ist für euch relativ uninteressant. Okay, uninteressant ist nicht unbedingt, aber sagen wir mal so, anhand nur zum Zuschauen kriegen durch diese Info nicht sehr viel. Es sei denn, ihr wollt ein Gameplay-Video sehen, aber das ist ja ein Let's Play. Und nun Lager und Einheiten. Viel Spaß! Lager
und Festungen sind überaus wichtig. Wird euer letztes Lager oder eure letzte Festung zerstört, ist die Schlacht verloren. Nein. Schützt eure Lager und Festungen also um jeden Preis. Klar. Wollt ihr ein Lager oder eine Festung errichten, schickt eure Truppen zu einem Bauplatz und klickt mit der linken Maustaste. Nach einem Klick auf den Bauen-Button beginnen die Bauarbeiten. Ja. Yeah. Es geht aber schnell. Habt ihr ein Lager oder eine Festung errichtet, könnt ihr mit dem Bau von Kasernen und Stallungen beginnen. Klickt dazu auf einen runden Bauplatz in eurer Festung und wählt das gewünschte Gebäude mit einem weiteren Klick aus. Hochkompliziert. Infanteristen, Kreaturen, Helden und Gebäude kosten Rohstoffe. Baut daher Gebäude wie Gehöfte oder Schlachthäuser, um zusätzliche Rohstoffe zu erzeugen. Am unteren Rand des Palantirs werden eure Rohstoffreserven angezeigt. Braucht ihr zusätzliche Truppen, baut eine Kaserne oder einen Schießstand, um sie zu erschaffen. Ach. Links klickt auf einen Button, um den entsprechenden Truppentyp auszubilden. Nach der Ausbildung verlassen eure Soldaten automatisch das Gebäude. Häufig verwendete Gebäude haben einen Veteranenstatus. Dieser ermöglicht den Bau neuer Truppentypen oder Upgrades. Eure Kommandeurspunkte bestimmen die maximale Zahl von Soldaten. Erobert ihr wichtige Gebiete Mittelerdes, bekommt ihr zusätzliche Kommandeurspunkte und könnt weitere Soldaten ausbilden. Eure Kommandeurspunkte und Rohstoffe werden am unteren Rand des Palantirs angezeigt. Das wichtigste Gebäude eurer Festung ist die Zitadelle. Wird diese zerstört, könnt ihr weder neue Gebäude errichten, noch beschädigte Gebäude reparieren. Klickt auf den Bauplatz neben der Zitadelle, um diese im Falle ihrer Zerstörung wieder aufzubauen. Wollt ihr ein Tor öffnen oder schließen, wählt es aus und klickt auf den Öffnen oder Schließen-Button. Trotzdem sind die Kommandeurspunkte leider meistens wieder viel zu wenig. Helden. Die Legenden Mittelerdes berichten von vielen Heldentaten. Die Helden in die Schlacht um Mittelerde sind für euren Erfolg überaus wichtig. Helden wie Gandalf sind stärker als andere Einheiten und steigen im Laufe des Abenteuers in höhere Erfahrungsstufen auf. Nach einem Klick auf einen Helden wird dessen Bild im Palantir angezeigt. Hochrangige Helden haben verschiedene Fähigkeiten. Wollt ihr eine Fähigkeit einsetzen, wählt den Helden aus, klickt auf die gewünschte Fähigkeit und bestimmt mit einem Rechtsklick das Ziel. Styler. Einige Helden haben passive Fähigkeiten, die ihr nicht aktivieren müsst, zum Beispiel Aragorns Führerschaftfähigkeit. Nicht selten halten sich Helden in Zitadellen auf. Klickt also erst auf die Zitadelle und anschließend auf einen Heldenbutton, um den entsprechenden Helden zu rufen. Fällt euer Held in der Schlacht, könnt ihr ihn in der Zitadelle wiederbeleben. Das ist ja höchst interessant. Veteranen! Kampferprobte Einheiten steigen zu Veteranen auf und verursachen größere Schäden. Außerdem sind sie widerstandsfähiger und in der Lage, sich selbst zu heilen. Es gibt verschiedene Veteranenstufen, jede einzelne mit mächtigen Boni. Veteraneninfanteristen werden von Bannerträgern begleitet. Veteranenkreaturen haben bessere Rüstungen oder Kriegsbemalungen. Wow. Veteranen halten euch bis zum Ende des Feldzugs die Treue. Sie sammeln von Mission zu Mission mehr Erfahrung, um ihren Status zu verbessern. Auch Gebäude können ihren Veteranenstatus verbessern. Je häufiger ihr eine Struktur verwendet, desto mächtiger wird sie. Das kam schon. Bestimmte Einheiten und Upgrades können erst gebaut werden, wenn ein Gebäude den Veteranenstatus erreicht hat. Turmwachen können beispielsweise erst ausgebildet werden, wenn die Kasernen Gondors den Veteranenstatus erreicht haben. Ich übertreib's halt mit den Turmwachen. Spezialfähigkeiten, ja.
Die Macht des einen Rings und des Elbensterns kann das Schicksal Mittelerdes verändern. Wenn ihr eure Gegner niederwerft oder die Länder Mittelerdes erobert, steigt die Macht des einen Rings oder des Elbensterns. Die Zahl eurer Fähigkeitspunkte wird auf dem einen Ring oder dem Elbenstern am oberen Rand des Palantirs angezeigt. Klickt im Kampfmodus auf den einen Ring oder den Elbenstern, um einen Blick auf eure Fähigkeiten zu werfen. Habt ihr genug Punkte gesammelt, könnt ihr neue Fähigkeiten auswählen. Die gekauften Fähigkeiten werden am linken Bildschirmrand über dem Palantir angezeigt. Ist eine Fähigkeit verfügbar, könnt ihr sie mit einem Linksklick einsetzen. Die Armee der Toten. Einige passive Fähigkeiten, wie Gandalf der Weiße, müssen nach dem Kauf nicht noch einmal ausgewählt werden. Ach, wirklich? Danke, dass ihr das Tutorial von die Schlacht um Mittelerde betrachtet. Kein Thema. Wenn ihr diese einfachen Regeln befolgt, werdet ihr schon bald über ganz Mittelerde herrschen. Viel Glück! Dankeschön, das werden wir nicht brauchen, weil ich hab Skill, oder auch nicht. Das wird das Tutorial und jetzt sind wir bestens gewappnet für die Kampagne. Und wir gehen erstmal in den Einzelspielerbereich. Hier können wir eine Kampagne auswählen oder ein Gefecht starten. Wir machen natürlich zuerst die Kampagne und dann später die Gefechte. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich habe ja schon mal ein Testprofil angelegt, aber dann müsste man ja auch irgendwo Neues machen können, oder? Oder geht das? Hier, neues Profil. Das ist für das Let's Play. Das können wir ja schon mal einrichten. Ich zeige das hier einfach mal ganz kurz. Wir können hier unsere Gegner auswählen, zum Beispiel eine leichte Armee, eine mittlere Armee und eine schwere Armee. Quasi Kulturen zuordnen, also Rohan. Oder jetzt sagt man hier Rohan, hier Gondor, Isengard oder Mordor. Wenn wir Schlachten gewinnen, dann bekommen wir hier so Erfahrungspunkte. Wenn es überhaupt Erfahrungspunkte sind, also hier so Punkte halt. Und dann steigt man in eine Stufe auf. Was das allerdings genau bringt, weiß ich nicht unbedingt. Ich kann ja mal in der Spielanleitung nachschauen. Eventuell ist es so, dass man dann erstmal die Spielanleitung finden müsste. Also eventuell ist es dann so, dass man zum Beispiel mehr Kommandeurspunkte am Anfang hat oder so. Ach, da ist sie, ja. Oder zum Beispiel irgendwelche besseren Boni. Wenn man zum Beispiel eine Armee, also einen Gegnerarmee auf schwer stellt, dann ist sie zum Beispiel auf Level aus Stufe 9 und eine leichte ist auf Stufe 1. Als kleines Beispiel. So, jetzt habe ich die Spielanleitung in der Hand. Und wo muss ich da denn hin? Gefechte 15, Seite 15. Seite 16. Ah, hier. Persona-Punkte. Ich zitiere. Im Gefechtsmodus bekommst du für jede gewonnene Schlacht abhängig vom ich kann nicht mal lesen. Oh Mann. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Karte Punkte. Triumphierst du auf einer ganzen Karte, steigst du in ein höheres Level auf. Für einen Sieg über eine einfache Armee bekommst du einen Punkt. Ein Sieg über eine mittelschwere Armee wird mit 2 Punkten belohnt. Besiegst du eine schwierige Armee, werden dir 3 Punkte gutgeschrieben. Erringst du einen Sieg gegen einen besonders schweren Gegner, bekommst du 4 Punkte. Okay, und wie definiert man jetzt besonders schwerer Gegner? Also da ist es so eine Tabelle, Stufe 1, Bauer bzw. Abschaum, je nachdem, ob man gut oder böse spielt. 2 Soldat Ungeziefer, 3 Krieger Bestie, 4 Ritter Moria Ork, 5 Königliche Garde Ork, 6 Hauptmann der Wache Gebirgstroll, 7 Fürst Berserker, 8 Prinz Dunkler Zauberer, 9 Zauberer Ringgeist, 10 König Dunkler Herrscher.
Ja, aber ansonsten steht da nicht unbedingt mehr dazu. Das ist komisch. Wenn ihr es besser wisst, ob da es irgendwie ein Unterschied entsteht, lasst es mich doch bitte wissen. Dann können wir hier ein Team auswählen. Zum Beispiel hier, dass wir beide gegen die beiden spielen und dann noch Farben aussuchen. Ist jetzt nicht sonderlich spannend. Dann können wir eigene Karten auswählen. Müsste man mit dem World Builder bauen. Allerdings verstehe ich das nicht. Und ich glaube nicht, dass wir das im Let's Play noch machen werden. Vielleicht aber auch nicht. Hier ist eine Beschreibung der jeweiligen Karte, die wir hier auswählen können. Die Zahl dahinter ist die maximale Spieleranzahl. Und dann können wir hier die Startpunkte quasi festlegen, wer wo startet eben. Ansonsten kann man zu den Gefechts-Setup nicht mehr viel sagen. Und deswegen starten wir jetzt eine Kampagne. Hier haben wir die Möglichkeit, eine gute Kampagne oder eine böse Kampagne zu spielen. Natürlich auch eine Kampagne fortzusetzen und eine Kampagne zu laden. Natürlich werden wir beide Kampagnen machen. Ich bin natürlich klar für die böse Kampagne. Die ist nämlich viel cooler als die gute. Aber wir machen es einfach von links nach rechts und starten mit der guten Kampagne. Jetzt können wir leicht, mittel oder schwer machen. Ich mache einfach mal mittel, weil es so ein schönes Mittelding ist. Und beim Let's Play ist es natürlich auch immer so, dass man nicht so gut spielt, wie wenn man quasi kein Let's Play macht, weil man sich auch aufs Reden konzentrieren muss und so weiter. Deswegen ein Mittelteil, hier Mittelschwierigkeitsgrad. Wir wiegen ja über 20 Kilo, aber unter 100, deswegen den Mittel. Ja.